So, Freunde, jetzt beschwören wir mal Shenlong dort, wo er auch hingehört, zusammen mit dem Content der Celebration. Willkommen zu legendären Shenlong Toiletten Summons. Beziehungsweise wir beschwören den Segel erstmal hier auf dem Klo. Der soll da genau direkt rauskommen. Oh, nein, nein. Da, Jung. Shenlong, du solltest aus der Toilette kommen. Aus der Toilette. Kannst du auch mal irgendwas richtig machen, Mann? Wo bist du? Ja, zeig mir dein Gesicht, Junge. Was ist mit dir? Du solltest aus der Toilette rauskommen. Ich wollte dich aus der Toilette beschwören. Ey, diese halbe Portion kann auch nichts gescheit machen. Egal, Boys und Girls. Müssen wir halt annehmen. Ich beschwöre Shenlong auf der Toilette. Dann machen wir das halt so. Ja, da gehörst du auch hin, mein Freund. Nirgends anders. Jetzt gib mir da meine CC. Und dann ist gut. Dann hauen wir hier noch ein Multi raus. Was kann man hier alles für uns haben? Ich will Zeitkristall, okay, modische Jeans. Was? Energie, Zenny, bitte lass ganz. Ah, Schnauze, braucht niemand. Für der stärkste auf der Welt sein. Ja, Dreams, her mit den CC, Mann. Ja, dann bekommt man auch die Designs von vierfachen Gogeta vom LF. Deswegen angenommen, mitgenommen, Shenlong kurz beschworen, leider auf der Toilette und nicht aus der Toilette. Ey, Mann, ich wollte den wirklich das, ich wollte, wieso kann man den nicht verschieben, Mann? Es sei denn, man kann es, dann rege ich mich hier umsonst auf. Oh mein Gott, auch noch hier Disconnect oder was? Herr mit den CC, ich wollte so geil, dass er aus der Toilette rauskommt, Freunde. Es wäre so geil einfach gewesen, Mann, mit Augmented Reality. Na jedenfalls, was wir noch kurz machen, ist, dass wir die 1000 CC raushauen. Ich bin gerade bei Step 5 im Summer-Spanner. Dementsprechend seht ihr das auch jetzt hier in dem Video. Und danach sehen wir uns noch auf weitere Summons. Da hau ich nämlich noch meine Tickets raus. Da habe ich noch die silbernen Tickets da vom Jubiläum. Aber mal schauen, komm, Shenlong beschworen, please. Ganz Tage diese Kack-QR-Codes gescannt. Apropos QR-Codes, Freunde. Ich blende euch hier ein, wie ihr sie im Prinzip einfacher scannen könnt am Tag. Ich habe dazu ein Video gemacht. Links in der Beschreibung könnt ihr auf jeden Fall gerne euch anschauen. Aber Shenlong, please drop was. Komm. 1000 CC Shenlong Wunsch. Nicht dein Ernst. Skip das Ding, Alter. Dein Ernst, Game. Da hast du auch noch hier Verbindungsprobleme, oder was? Mein Gott. Ja, willkommen. Dragon Ball Legends feiert 3-jähriges Jubiläum. Nichts funktioniert. Geil. Ey, raus mit dem garantierten Ticket und dann lass mich in Ruhe mit dem Käse. Dann gehe ich hoch und dann muss meine Finger hier beruhigen heute noch. Ey, was ist da los, Mann? Kein Sparking. Nichts. Und jetzt, was geht hier? Wow, 5 Pots. Geil. Oh, Super Saiyan. Ja, geil. Oh, ja. Ja, oh, geil, Neutral Clash, nichts. Richtig geil. Oh ja, blaue Schrift, genau das. Skip das Ding, mein Freund. Bait. Fake Out. Was geht ab, meine OZ Fighter? Oh, Sarui, ihr habt's gesehen, wir haben den Segel Shenlong auf der Toilette beschworen. Leider nicht aus der Toilette. Ich grüße euch aber recht herzlich zum Video, falls ich noch nicht gesagt habe. 1000 ist ja auf jeden Fall dankend angenommen. Es ging bei mir schnell mit den Dragon Balls tatsächlich. War richtig geil. Ich hatte sie jetzt, ich habe sie quasi schon so mitten in der Celebration. Sehr nice. Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse dran habt, Freunde, Links in der Beschreibung, wie ihr es angenehmer farmen könnt oder angenehmer die QR-Codes scannen könnt. Außerhalb davon, Boys und Girls, ich mach's gerade ein bisschen auch wie Lens, ne? Mit meinen Summons. Ich lasse es so immer wöchentlich warten, wie die wöchentlichen Raid-Releases. Was meine ich damit? Freunde, dieses Wochenende, spätestens dieses Wochenende werden weitere Summons, also richtige Summons für Gogeta-Zamasu nochmal erscheinen. Das heißt, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, spätestens dieses Wochenende, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, damit ihr im Prinzip das auf jeden Fall nicht verpasst, logischerweise. Und um das Ganze zu unterstützen und auch gerne einen Daumen nach oben, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, was ihr hier seht. Vielen lieben Dank für euren Support. Ansonsten, ja, das sind die Tickets. Weißt du was, wir hatten zwar eine geile Animation, ich lasse mal hier durchlaufen. Ich hau im Prinzip einfach noch entspannt hier die Tickets raus. Mir ging es einfach nur darum, euch zu zeigen, wie man Shenlong beschwört. Oder wie das aussieht, wenn man Shenlong beschwört. ja, angenommen, mitgenommen, was soll ich sagen. 1000 ist hier auf jeden Fall. Oh, sehr geiler Pull. Nehme ich definitiv an. Ist er bei mir schon auf 6 Channel? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls, Freunde, ob so oder so, lasst mich wissen, wie geht's euch aktuell?
Also in Real Life. Ich hoffe, alles gut soweit. Lasst mich auf jeden Fall wissen. Und zusätzlich dazu, wie geht's euch mit dem Jubiläum? Guck mal, ihr habt das schon oft gesagt. Ich finde, die Charaktere sind nice, definitiv. Man hätte vielleicht sie einen Ticken besser machen können. Kann man es drüber streiten. Vegito Blue bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem 1% Charakter. Die anderen, ja, hätte man vielleicht tatsächlich echt besser machen können. Die LF Charaktere sind auch geil. Samus und Gogeta so ist nicht. Hätte man vielleicht einen Ticken vielleicht auch besser machen können, aber nur einen Ticken. Was heißt nur ein Ticken? So auf 6 Sterne können sie halt gut mithalten. Zuvor auch, versteht mich nicht falsch, zuvor auch 2-3 Sterne machen sie auf jeden Fall nicht schlecht. Aber halt, wenn du so, wenn man aktuelle Senkai-Mete, die immer noch relevant ist und ja, da brauchst du halt schon gute Sterne auf deinen Charakteren. Ich sag's mal so, um es kurz zu fassen. Ansonsten versteht mich auch diesbezüglich nicht falsch, wir sind jetzt 2 Wochen im Jubiläum so. Wir bekommen schon sehr viel. Ohne Spaß, wir bekommen wirklich sehr viel. Sei es CC, Ressourcen, allein mit den Hyper-Münzen, Free 600, Siegkraft, Multiplatoren, Tickets und so fort. Wir bekommen echt wirklich richtig viel. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber meiner Meinung nach gibt es so nichts. Also auch die wöchentlichen Raids sind an sich wirklich geil. Aber es gibt so, meiner Meinung nach, so kein Event, was jubiläumswürdig ist. PvE-Event. Im Sinne von, Alter, okay, wir haben gerade das 3-jährige Jubiläum und das Event aus dem 3-jährigen Jubiläum ist richtig geil, weil. Okay, PvP-Season läuft, ich weiß. Mache ich aber auch so, außerhalb von dem Jubiläum, mache ich auch so die PvP-Season mit. Turnier der Kraft-Season mache ich auch mit. Ultra-Dimensionstausch mache ich auch mit. Das alles läuft so auch im Jubiläum, das heißt, wenn man das alles macht, hat man zwar viel zu tun. Aber das sind halt auch so Modi, die ich außerhalb von dem Jubiläum spiele. Und mir fehlt halt so ein Modi, was mich dann in ein paar Monaten daran erinnern wird. Oh, wisst ihr noch, wie geil das 3. Jubiläum war? Wegen dem und dem Modus, was halt so gesehen einmalig rauskam oder speziell fürs Jubiläum. Klar, wir haben wie gesagt diese wöchentlichen Jubiläen-Raids, aber diese Raids an sich gab es ja auch schon. Ihr wisst, was ich meine, ne? So ein ja, eigenständiger neuer Modi ist leider nicht draußen. Trotz dessen, du ganz ehrlich, wenn du mich fragst, okay, findest du das Jubiläum vom letzten Jahr besser oder das? Schon das hier. Weil auch wir wirklich sehr viele Sachen bekommen, einfach so. Aber vom Content her, so ein eigener, spezifischer Content für das Jubiläum. Mal drauf gespannt. Ich meine, wir sind mitten im Jubiläum, Leute. Demnächst wird Part 2 des Jubiläums anfangen. Aber ich mag es nicht, in dem Jubiläum drauf zu hoffen, was auf Part 2 geht. Weil ein Jubiläum muss direkt krachen, schon zu Tag 1. So, wisst ihr, was ich meine? Und das Tag 1 Gefühl hatte ich nicht. 6 Content. PvE Content, 6 neuen spezifischen eigenen Content. Darum geht's mir, Freunde. Alles andere, ich bin mir ziemlich sicher, dass diejenigen, die so oder so auch alle Modi mitmachen, gut was zu tun haben. Ich habe auch gut was zu tun. Ich komme nicht mal hinterher, weil auch Real Life gerade tatsächlich gut was los ist bei mir. Aber so wollte ich loswerden, Freunde. Ein bisschen talken mit euch. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wie gesagt, ich hau noch hier die Tickets raus. Dann wär's tatsächlich schon vom Video. Lasst mich auch gerne wissen, wie sieht's bei euch aus mit Shenlong? Braucht ihr noch einige Dragon Balls? Letzte hatte ich komplett Pech. Ist alles vom Zufall, ne? Wenn du den QR-Code scannst, ist ja alles vom Zufall. Ob du da im Prinzip Dragon Balls bekommst oder nicht. Aber letztes Jahr war es bei mir ganz schlimm. Also ich habe die mehr oder weniger am letzten Tag, glaube ich, meinen letzten Dragon Ball bekommen und konnte erst dann so die 1000 CC bekommen. Ja, das war ein anderes Ding so. Aber gut, ja. Bin drauf gespannt. Was erwarte ich denn zu Part 2? Uff, ist auch eine schöne Frage. Ja, du, wenn Charlotte in Blue geht, wär's geil. Ja, das wäre sowas Eigenes. Dann hätten wir so ein Event. Klar würde Story im Prinzip weitergehen, aber wir hätten vielleicht auch so. Dann würde ich mich daran erinnern, Alter, weißt du noch, letztes Jubiläum oder 3. Jubiläum konnten wir Charlotte in Super Saiyan Blue bringen. So. Das wäre geil, definitiv. Sowas in der Art. Content-Tash natürlich würde ich auch halt was Eigenes sehen. Challenge Rush gab's lange nicht mehr. So ein Jubiläums-Challenge Rush oder sowas. Oder so ein irgendwie neuer Modus oder so. Ja, ich gehe schon davon aus, dass wir auch ein neues Banner bekommen. Ein paar Zeitbanner im Prinzip. Was sie da droppen könnten. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie dieses Jahr wirklich ein paar LR, sage ich schon, LF raushauen. Ob ich es mir wünschen würde. Imagine, oh jawoll, ey, sehr geiler Punkt. Überleg mal, die hauen ein LF Evo raus. Das würde wehtun für mich. Ich würde mich schon irgendwo freuen, aber irgendwo wird es auch wehtun. Aber, ja, ich bin mal drauf gespannt. Lasst mich einfach mal gerne wissen, wie so eure Relationship mit Legends gerade ist und oder Dokkan. Ich habe ja letztens auch eine Umfrage gestellt. Ja, ich habe da vergessen, eine Option für beide zu wählen, eine Antwort für beide. Aber ich habe euch ja gefragt, ob ihr noch Legends und oder Dokkan aktiv spielt. Oder wie es bei euch so aussieht. Bei mir ist schon bei den beiden Games irgendwo, das ist jetzt echt traurig zu sagen, dass während einem Jubiläum in Legends irgendwo die Luft raus ein bisschen. Das heißt. Damit meine ich nicht, dass ich die Spiele nicht mehr spielen werde, dass auch keine Videos mehr zu den Spielen kommen wird und so fort.
Aber Zack Sam merkt ja auch zum Beispiel, ich sammle deutlich weniger als früher, so auch nach dem Evo-Chef, so. Weil am Ende des Tages ist es einfach nur Glückssache, so Zufall. Und ich habe echt keine Lust, so irgendwie das dem auch entgegenzukommen oder das zu supporten tatsächlich. Deswegen entspanne ich, chillig, gedulde ich mich, geht Free-to-Play ein bisschen was, hau ich da was raus. Setz zum Beispiel heutigen Free-to-Play wieder was. 1000 CC bei Summer-Spawner. Ihr habt gesehen, ich war bei Step 5, dachte ich, hau ich raus, nehme ich auf. So ist gerade die Sache. Aber wie gesagt, ey, bei allem Respekt, das heißt echt nicht, dass ich mit den Spielen aufhören werde oder dass auch keine Videos mehr kommen werden und so fort. Ich enjoy gerade tatsächlich wirklich Dragon Ball Z Kakarot, Freunde. Also ist neues DLC ist rausgekommen. Falls ihr Videos nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Das enjoy ich wirklich gern. Und auch die E3 läuft ja auch gerade, Freunde. Auf die E3 werden wir reacten. Schaut bitte in den Streamplan. Streamplan ist in der Videobeschreibung. Wird am Anfang jeder Woche für die kommende Woche aktualisiert. Und beispielsweise, ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet, aber am 15.06. gibt es die Nintendo Direct ab 18 Uhr. Davor werde ich live gehen, das anschauen. Ich bin so heiß, nämlich durch und durch ein Nintendo-Fanboy, Mann. Seit Tag 1 definitiv damit aufgewachsen. Ich freue mich drauf, was wir da zu sehen werden, ey. Und bei der Namco Presentation ist auch um 23.35 Uhr, das werden wir uns am Dienstag auch anschauen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, Freunde, Twitch oder Stones, Links in der Beschreibung, schaltet dann an den Tagen gerne ein. Ich kann es kaum erwarten, was wir zu sehen bekommen, ey, wirklich so. Ich bin so gerade wieder mehr so im Konsolen-Hype, sag ich mal, oder ja, mir macht es gerade Spaß, Konsolen-Games zu zocken. Zum Ende noch vorhin, apropos Konsolengames, schaut auch gerne in den Let's Play-Kanal vorbei, Ozre Next. Dort zocken wir Konsolengames im Prinzip, Uncut einfach. Little Nightmares zocken wir gerade, enjoy ich auch total. Kam leider jetzt auch nicht dazu, weitere Parts aufzunehmen, weil da echt viel geht bei mir auch persönlich. Ihr seht es vielleicht auch schon, ja. Bis zu meinem Zimmer umgestellt, Freunde, Schranken ist weg und so fort. Deswegen, ja, aber ich werde mich darum bemühen, dass ich da wieder aufhole. Ich bedanke mich für all euren Support, Freunde. Ich wünsche euch wirklich alles Gute, egal in welcher Phase ihr gerade seid. Schule, Uni, Prüfungsphase, Studium, Lernphase und so fort. Genießt es, zieht durch. Und genau, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück auch bei den Gacha Games, wenn ihr jetzt sagt. Und ey, das Summons. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.